Hallo ihr Lieben, in meiner Facebook-Gruppe habe ich eine Umfrage gestartet, die das Thema Ziele beleuchtet hat. Interessant war, dass kein einziger angeklickt hat, dass er seine Ziele voll durchrockt. Und da will ich doch einfach mal kurz ansetzen und gebe euch mal drei ganz kleine Tipps, wie ihr eure Ziele besser planen könnt und wie ihr die auch erreicht. Also der erste Tipp ist, ganz wichtig, das Ziel sollte realistisch sein. Das heißt, wenn ihr angebt, innerhalb oder euer Wunsch ist oder euer Ziel ist, innerhalb von 2 Wochen 15 Kilo abzunehmen, ist das mehr als unrealistisch. Deshalb stellt euch immer die Frage, ist das zu schaffen? Kann ich das wirklich in meinen Alltag integrieren? Ist das ein Ziel, was machbar ist. Ansonsten ist es unrealistisch und eignet sich damit nicht für euch. Der zweite kleine Tipp: Begrenzt dieses Ziel zeitlich. Wenn man zum Beispiel sich gesund ernähren will, dann ist das häufig so, dass mit 1. Januar fällt der Hammer. Man sagt, so, ich möchte jetzt dieses ganze Jahr dazu nutzen, um mich gesund zu ernähren. Ich werde mich jetzt dauerhaft gesund ernähren. Aber begrenzt doch dieses Ziel mal und sagt doch einfach mal, ich gucke jetzt mal 3 Wochen lang, dass ich 2 Tage in der Woche mich gesund ernähre. Dann ist es realistisch und zeitlich begrenzt. Und jetzt kommt der dritte Tipp, es ist nicht zu groß. Und das sehe ich so oft. Und das ist ein großes Problem von Frauen, die sich Ziele setzen. Die sind mega. Und die sehen nur diesen Riesenberg. Deshalb male ich das euch jetzt einfach mal hier spontan auf. Also, ihr habt hier euer Ziel und das ist dieser große Berg. Und ihr steht hier und seht quasi den Gipfel gar nicht, weil das Ziel so groß ist. Da rate ich immer dazu, macht Stufen. Das sieht jetzt sehr rudimentär aus, aber okay. Also, macht zuerst mal das große Ziel, brecht das in Stufen herunter. Das heißt, zum Beispiel, großes Ziel ist fit zu werden, körperlich fit zu werden. Dann überlegst du dir, wie kann ich körperlich fit werden? Ein großes Zwischenziel oder eine große Zwischenstufe wäre da zum Beispiel, joggen oder Sport machen, der Spaß macht. Ne? Also dann mach Sport. Dann Ernährung. Dann hier vielleicht, sage ich mal, Mindset, also Fitness, körperliche, geistige Fitness, dass man sich halt ja auch da nicht so stresst und so. Jetzt hast du aber hier 3 mega große Zwischenziele, die du ja auch noch bearbeiten musst, um an dieses Hauptziel zu kommen, dass du fit bist. Und das schreckt dann auch wieder ab. Das heißt, selbst diese Ziele, es geht jetzt schlecht, aber ich sage mal hier manchmal so Striche, werden kleine Zwischenziele eingeräumt. Und selbst wenn du im Januar startest und du gehst jeden Tag in jedem Bereich nur eine kleine Stufe und in dem anderen Bereich auch eine kleine Stufe, dann kommst du deinem Ziel zwar nicht schnell näher, aber nachhaltig. Und es stresst dich nicht noch zusätzlich und setzt dich unter Druck. Das heißt, immer wenn du ein Ziel hast, das gilt auch für, sage ich mal, einen Job oder irgendwie wenn du was lernen musst, mach dir dieses Riesenziel in Teilziele. Und diese Teilziele machst du dir nochmal in kleine Unterziele. Und dann ist halt das Gefühl, wenn man so kleine Ziele schon mal erreicht, dann hat man ja schon mal was erreicht und man fängt an. Das ist leider auch häufig das Problem, dass man ja diesen Gipfel nicht sieht und man steht hier unten und man denkt schon, oh, jetzt muss ich so weit gehen und so viel machen und mich so einschränken und das so lange mache ich gar nicht, fange ich gar nichts an. Und das ist nicht nur beim Fitter werden oder Abnehmen, was ja so ein Klassiker ist, das ist auch, sage ich mal, beim Rauchen. Ich habe selbst nicht geraucht, aber ich kann es mir so vorstellen, dass das auch diese Riesenhürde ist, wenn man sagt, ich höre jetzt Schlag auf Schlag auf. Alles braucht seine Zeit. Und auch diese kleinen Gewohnheiten zu etablieren, braucht Zeit. Lasst euch Zeit, setzt euch das Ziel realistisch,
zeitlich begrenzt und nicht zu groß. Und wenn ihr noch weitere Tipps haben wollt, dann klickt gerne auf den Blogbeitrag, den ich hier zum Ziele erreichen geschrieben habe. Da gibt es nämlich auch eine Checkliste, wo man das Ganze schön abhaken kann und unten noch die einzelnen Teilschritte aufschreiben kann. Und das kann man sich dann irgendwo hinhängen, meinetwegen an Board oder auch an den Kühlschrank oder auch an die Außentür oder so, wenn man mal wieder irgendwas Sportliches machen will. Also nutzt dieses Angebot, druckt euch gerne das Formular aus. Das gibt es ohne Anmeldung einfach über den Link auf meiner Seite und dann setzt euch die Ziele, die ihr auch wirklich erreichen könnt. Alles Liebe, eure Julia von Selbstvertrauen für Frauen.